Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir sind wieder zurück am Start. Moin Moin. Guten Abend, guten Tag. Guten Abend, guten Tag. Und wir haben direkt Heroin, die können wir direkt mal aufbauen. Kleines Feuerchen sehe ich gerade in unserer Hauptstadt. Ein paar Tage ist jetzt wieder her. Gott, wo waren wir? Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich sehe gerade, hier ist gar keine Feuerwehr. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Pelzmäntel brauchen wir. Ich weiß noch, dass wir ich weiß, wir hatten auch irgendwas geplant gehabt. Genau, wir waren in Cap Trelawney momentan bei, da alles hochzuziehen. Genau, und ich war bei der Seide. Ich wollte die Seide machen. Guck mal, fällt mir dann doch direkt ein. Hätte ich nicht gedacht. Seide. Genau, ich wollte die Seide machen. Okay, die machen wir mal direkt. Wollen Sie hoch hinaus? Diese Aufgabe gilt aber nicht in der neuen Welt. Ach, das wird schwierig. Quarzsand ist, warte mal. Wir haben doch schon... Ups, da hat's geleckt. Ach ja, doch haben wir ja, oh. Leckt schon wieder? Komplett verklatscht. Bei mir ist flüssig. Ich hab... Leckt es? Ja. Jetzt geht's wieder? Ja. Ja, lass es erstmal aufbauen. Ja. Dann würde ich einmal kurz nochmal eine Quarzgrube anschmeißen. Wir haben kein weiteres Schiff in der alten... Wir haben gerade kein Schiff in der alten Welt. Bauen wir gerade eins? Nee. Ich baue mal schnell kurz eins, aber wir haben kurz... Ja, mach mal. Ich habe jetzt zwei Quarzgruben gebaut. Das wird passen. Ihre Stadt ist attraktiv. So, genau. Dann wollte ich die Seite machen. Du warst in Cap Trelawney dabei, alles vorzubereiten für die ganzen Leute da, für die Handwerker und so, ne? Eigentlich nicht, aber ich kann es gerne machen. Ich will mich gerade... Was hattest du geplant? Ist attraktiver geworden. Okay, gut, dann... Nee, hattest du irgendwie sonst was anderes geplant gehabt? Ich wüsste es gerade nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was du geplant hattest. Ich auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war bei der Seite. Und da würde ich auf jeden Fall direkt wieder hinsliden. Ja. In der neuen Welt war sonst alles. Auf the Pelzmäntel und was war das noch? Auf jeden Fall schon mal Pelzmäntel technisch. Ja. Mit anderen Worten, dafür brauche ich aber eine Menge Clipper. Ich höre den gerade voll gut. War das vorher auch schon so? Ach ja, nee, stimmt, es war gerade in der alten Welt. Ich verstehe dich ganz schlecht gerade. Ich habe uns Cash gebracht in der alten Welt. Ah. Ich würde auch, wenn das für dich in Ordnung ist, zwei Clipper in der neuen Welt kaufen. Bist du hier, um zu helfen? 15.000 jeweils. Ach so, ja, das geht ja noch. Wegen der Baumwolle, damit ich jetzt hier nicht zigtausend Jahre warten muss, bis die Dinger hergestellt sind. Ja. Habe ich mal zwei Clipper gekauft hier. Die kommen dann einmal bitte hierher. Lotto unterwegs. Dann würde ich da jetzt auch schon mal auf jeden Fall eine Route fertig machen. So, hier fährt einfach mal ein Schiff rum ohne Typen drin. Okay, interessant. Sü. Samantha hat auch eine Aufgabe. Das juckt jetzt gerade eher weniger. Lass schon mal eine Route fertig machen. Ah, ich habe schon eine Route fertig gemacht. Ich habe auch schon drei Boote in dieser Route. Ich habe gerade umsonst die Clipper gekauft. Okay. Wenn du Clipper brauchst, ich habe in der neuen Welt zwei Stück. Wir reden nicht drüber. Das heißt, wir können aber jetzt hier schon mal anwerfen, ne? Habe ich letztes Mal einfach nicht gemacht dann. 2-1 ist das Dings, okay. Ach genau, bei uns hat ja glaube ich auch Holz gefehlt, ne? Sind wir schon am Holz anbauen hier? Auch noch nicht, guck mal. Das wollten wir alle machen, hier habe ich alles noch nicht gemacht. Bam, jetzt geht aber los hier. Genau. Werfen wir auf jeden Fall so viel an, wie gerade noch geht. Weil Baumwolle werden wir viel brauchen. Davon ist auszugehen. Shit. Ah, nee, alles entspannt. So, das hat natürlich jetzt uns... Ich soll dir helfen? Ja. Wir müssen uns überlegen, was die in der Cap Trelawney die Pelzinsel wird. Ah, ja, ich bin gerade auf der gleichen Insel wie du. Oder ob wir die alte Welt dafür nehmen und dann mit der Kohleinsel verbinden. Dann wird es immer ein langerer Weg. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir früher oder später sehr, sehr viel Kohle so oder so brauchen, auch in Cap Trelawney, oder nicht? War das nicht so? Oh, ich bin mir gerade diesbezüglich unsicher, aber zwei Inseln? Ich guck gerade mal. Also wir haben jetzt ja in Cap Trelawney vier Inseln und die von Malching würde ich mir früher oder später auch nochmal irgendwie einverleiben wollen, die unterste. Ja. Bei Hand ist, bei Silver und Hand bin ich erstmal vorsichtiger, wobei natürlich Silver eine richtig geile Insel hat. Ja, die freien Inseln. Ich muss auch ein bisschen sehr klein. Ja.
Die sind alle nicht sehr groß und die anderen brauchen wir halt für Brot und so, ne? Ja. Guck mal, in der alten Welt. Die Oberste, ne, genau. Die hat auch Jagdhunde. Das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg aber aus der alten Welt. Ja gut, wenn wir das früher oder später vielleicht mit Luftschiffen machen. Ja. Ne, mit so, weiß ich nicht, 4, 5 Luftschiffen, wenn das nicht sogar schon zu übertrieben ist. Aber du kannst halt gut Köhlereien vor allen Dingen mit Jagdgründen verbinden. Also ja, ich glaube, dann würde ich sagen, alte Welt. Dann fahre ich mit dem Bergenschiff mal rüber. Alles klar. Ist natürlich jetzt ein bisschen Aufwand, das stimmt. Aber ich denke, früher oder später ist das klug, wenn wir das so aufteilen. Würde ich jetzt sagen. Das brauchen wir wieder hier, Holz. Das ist der Klassiker hier, ja. Wie viel brauche ich hierfür? 6 Stück. Ich glaube, ich würde doch noch einen Clipper benutzen, um das nochmal mit reinzutun hier bei der Baumwolle. Dann habe ich da 4 Schiffe drin, wie beim Rum. Machen wir einfach mal. Das machen wir einfach. Komm, machen wir einfach. Ja, komm, setzen wir auch erstmal komplett alles rein, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr zu voll werden wird. Und ich sehe gerade, wo ich hier die Baumwolle ausgewählt habe, es gibt ein Schmiermittel. Was ist denn das für ein Objekt, bitte? Aha. Dünger gibt's, Mist gibt's. Ja, gut, davon war auszugehen. Bauxit wissen wir jetzt auch. Ich bin gerade mal ein bisschen am Durchscrollen hier. Sonst noch irgendwas, was ich übersehen hatte? Ja gut, Chili-Soße kennen wir. Atole kennen wir auch noch. Na egal, passt erstmal so. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hand krieg ich hier aufs... Ja gut, das schafft er aber nicht. Ne. Na, ganz entspannt, Rodanto. Das heißt, wir haben jetzt noch in der neuen Welt einen Clipper, der noch nichts zu tun hat. Das ist jetzt ja nicht allzu schlecht. Baumwolle läuft langsam an, da muss ich jetzt kurz noch ein bisschen Holz warten, aber das ist alrighty. Aber auch das läuft jetzt. Wie gesagt, das werden wir natürlich hier später, aber sowas von modernisieren, davon könnt ihr ausgehen. So. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir sehr, sehr viele, wie heißt das doch gleich, Pendler-Lufthäfen bauen werden. Damit wir hier die ganzen Häuser wieder weg können. So. Auch eine kleine Insel hier. Hier haben wir auch alles momentan in Ordnung. Das Ding ist, für Artistas brauchen wir halt noch, ne, habe ich ja glaube ich schon gesagt, Kaffee, Alter. Melonen und Nähmaschinen. Das sind, wie gesagt, Nähmaschinen kriegen wir halt gut hier hin, erstmal vorläufig. Melonen eigentlich auch. Aber Kaffee, ja, ist schon teuer. So, Schiff ist fertig, perfekt. Ah, hab ich schon bei, okay. Wir haben bestimmt auch schon genug Quarz. Brauchen wir 14 Tonnen. Wir kümmern uns hier. Ja, aber wir haben schon 13 Stück. Machst du die Mission? Ja, mach ich kurz. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen überfragt. Was ist jetzt der Plan? What is the plan? Trelawney war ausbauen. Genau, wir warten jetzt ja hier darauf, dass wir die Handwerker voll auch ständig irgendwie befrieden können. Dafür brauchen wir Pelzmittel, das läuft jetzt langsam an. Und magst Konserven. Du mal schauen, welche, genau, Paprika-Insel. Ja. Habe ich jetzt die größte von den ganzen ausgewählt. Ja. Sardini. Ja. Ist auf jeden Fall schön groß und man kann ja auch früher oder später sagen, dass man hier vielleicht auch noch zusätzlich den Schnaps hinlegt. Und dann war's das. Genau, irgendwie sowas. Oder halt Arbeitskleidung halt irgendwas dazu dichtet. Ja, aber dann würde ich sagen, klingt das schon mal nach einer nicht zu schlechten Idee. Ja, wollen wir direkt dann die Rinder auch schon raufklatschen oder wollen wir die woanders machen? Ich würde sagen, wenn, dann produzieren wir das überall gleich. Also, wenn, dann produzieren wir das für die Konserven an einem Spot. Ja, dann kommen die Rinder hier auch. Warte, ich schau mal, dass ich kurz mal den Konto woanders hinstelle, wo ich den schöner finde. So. Das Auge ist mit. So, und hier kann man ja auch schon mal tatsächlich. Konkurrenten wird belagert. Ja, bla bla. Man kann auch hier jetzt so langsam gucken, dass man vielleicht so ein bisschen den Hafen einrichtet. Weil wie gesagt, wobei Pendlerkeil, der fehlt uns noch, der fehlt natürlich. Ne? Der würde dann ja hier Sinn kommen, der Pendlerkeil. Ja, wird sich dann doch alles mal ändern. Nevermind. Also dass wir dann hier den Konto hinbauen, hätte ich jetzt gesagt. Hat er nicht genommen, ne? Ja, wieder wunderbar. So, dann schön erstmal hier durchführen, geradewegs. Gut, hier ist jetzt eine Kante, das ist aber alrighty-dighty. Machen wir es mal so. Und hier mal vollständigkeitshalber in die Richtung. Genau, dann würde ich jetzt kurz... Ah, hast schon Schiffe fertig gemacht dafür? Ich sehe schon, bist auf dem Weg. Ja, die Kriegsschiffe machen das immer. Genau, genau. Ergibt Sinn.
So, Rum ist jetzt. Sorry, Rum ist jetzt am Start. Ach, was heißt Rum ist am Start? Rum war ja schon vorhin am Start. Läuft richtig gut. Arbeitskleidung, da sehe ich gerade, fehlt was, ne? 18 von 18 steht hier. Fisch 15 von 18, Schnaps 20 von 24, das passt alles. Ich bin zuversichtlich, dass Wurst sieht auch gut aus, was steht. Oh, ja, das ist okay. Kann man so veröffentlichen. Nochmal hier Produktion rein. So, Wurst ist in Ordnung soweit, Brot ist okay. Life ist in Ordnung, Bier ist in Ordnung. Konserven kommen sofort, Nähmaschinen sind auch soweit, alright. Also fehlen uns ein bisschen Arbeitskleidung. Guck mal, die kann ich dann kurz mal immer ausbauen. Ist gar kein Problem. Oh shit. Hier sind noch welche, guck mal. Bauen wir direkt mal zwei aus. So, jetzt haben wir schon wieder ein Bauernproblem so langsam. Das heißt, ein paar Blaupausen ausbauen ist wahrscheinlich jetzt nicht allzu schlecht. Machen wir mal die Seite hier fertig, würde ich sagen. Zack. Ja, vielleicht ein bisschen mehr noch. Und das reicht erstmal. Und das müssen wir alles nachher per Hand. Das wird richtig geil. So. Mhm. Genau, Rathaus hatten wir ja schon eines. Genau, wegen hier ordentlich Cash. Ich nehme es mal kurz raus, weil es mich gerade einfach interessiert. Ja, Alter, das Buch macht vieles aus. Wir müssen 2000er nochmal oben drauf. Das ist sehr, sehr, sehr gut. So, wir generell sollten nochmal gucken, dass wir gleich ein paar Aufgaben machen. Konkurrenten hat eine. Denen fehlt der Weg. Aha. Ich weiß nicht, also hier fehlt ganz oft der Weg immer, ne? Machst du ja irgendwie so ein bisschen unzugänglich alles. Die Insel eines auch schnell gebaut. Ja, ist sie. Was? Irgendwas wurde eingenommen? Nehmt schon, bevor ich davon einen trinken. What? Ich hab da jetzt nichts gesehen. Schreinerwerkzeug, ja, haben und ich haben. Eingenommen? Ah, guck mal da. Die Anteile. Ah. Alter, Silber geht ja richtig Gas hier. Das ist beachtlich. Ah gut, die kleinen Inseln, wir können ja mal gucken, wie teuer so ein Anteil ist. Ja, um die 26.000, das können wir uns ja selber auch leisten. Ja gut, aber dann die ganze Insel kaufen. Ja, ist natürlich Luxus. So, genau. Ziel ist es, genau, wir haben jetzt so langsam hier Baumwolle gleich drüben, hoffentlich mal. Das heißt, Pelzmittel kann ich dann schon mal so eine kleine Linie machen hier, so aus Blaupausen. Jagdgründe hast du auch schon oder bist du dabei? Die Schiffe brauchen noch. Ja, davon, ja, davon war auszugehen. Bis das also ein bisschen in Schwung kommt, dauert das natürlich jetzt nochmal ein kleines Momentchen. Aber dann kommen wir auf jeden Fall demnächst schon zu den Ingenieuren. Das können wir auf jeden Fall hier schon so mal voraussagen. So, Blaupausen dafür stehen auf jeden Fall schon mal. Universität könnten wir theoretisch auch schon mal anbieten. Wenn ich das Ding hier unten reinsetze, wenn wir das alles ausbauen, dann passt das. Ich baue mal eine Universität, komm, zack, einfach drauf geschissen. So, das heißt, das haben die auch. Leute, wir können die bauen, stimmt. Wir brauchen noch ein paar mehr Handwerker, damit die davon profitieren können. Dann bin ich mal ein paar im Aufwerten hier. So, und da kriegen sie die Universität, bekommen dafür nochmal extra Zufriedenheit. Wir bekommen extra Handwerker, eher gesagt. Wunderbar. Guck mal, da sind die mit allem beglückt gerade, bis auf die zwei Grundressourcen. Ja, genau. Paprika und sowas bisher hast du ja schon hingeschippt. Ja, das mache ich jetzt. Kümmere ich mich drum. Möchtest du sonst hier dich für die Paprika oder für die Rind-Ding kümmern drum? Dann würde ich das andere einmal machen. Ich habe gerade ehrlich gesagt auch nicht geschippt. Das ist auch erstmal nur hin, ne? Ohne Sinn und Verstand, ne? Ja, machst du Paprika oder Rind? Ich mach dann Rind. Ah, das geht, ich mach die Paprika. So. Dann fangen wir mal an. Auch erstmal, ja komm, auch erstmal ohne Sinn und Verstand. Geht ja erstmal nur darum, dass wir hier einen Effekt erzeugen. Ein bisschen Verstand vielleicht dann doch, warte mal. Ja, ein bisschen trübt ist mein Auge schon hier, das jetzt gerade so zu sehen hier. Nee, so vielleicht. Ja, Sapalot nochmal, ey. Hä? Egal, wir machen es jetzt so. I do not care. Ja, wobei, ich care ich schon. Ja, komm, wir machen es anders. Wir machen es auf die gute alte Weise, wie es halt schon immer gemacht hatte. Zurückgekehrt. So, Bergungsschiff ist auch da. Geht also mit den Jagdgründen auch demnächst los hier. I like.
Dann habe ich das nämlich immer so gemacht und immer auf dieses eine Feld geschissen. Ich glaube auch, es gibt eine ordentliche Aufstellung dafür, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ist jetzt auch gerade erstmal irrelevant. So. Genau, für den Anfang, denke ich, reicht das auch so, wie ich es jetzt hier schon mal mit der Paprika hingestellt habe. Ich glaube, mehr braucht man da erstmal jetzt nicht. Glaube ich, okay. Genau, Pendlerkai müssen... Ach, warte mal. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir so gerade genug Rinderfarm und Paprika produzieren, damit hier unsere extra Arbeitskräfte nicht weggehen, ne? Ja, aber dann würde ich... Dann würde ich nämlich sagen, dass wir vielleicht erstmal... Schiff unter Beschuss. Warte mal, was ist da jetzt los? Ist, glaube ich, okay. Bereit für den Einsatz. Nee, sonst hätte ich jetzt gesagt, dass wir nur ein bisschen Rind und ein bisschen Paprika von dieser Insel erstmal nach Crown Falls direkt transportieren. Ja. Weil wir können ja hier keine Konserven machen. Wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte und Pendlerkai gibt es erst ab den Ingenieuren. Ach so, verstehe. Mhm. Dass wir dann halt nur so ein bisschen Paprika, ein bisschen Rind, so halt so viel wie geht. So, du hast jetzt da fünfmal Rind, da mache ich hier fünfmal Paprika. So. Wie viel hat Rind nochmal? Weil wir haben die beide gleich vier Leute. 20 und 10. Dann kannst du nochmal hier, weiß ich nicht, einmal nochmal Rind machen und ich mache nochmal zweimal Paprika. Dann mach nochmal Rind. Zack, reicht. Und damit können wir dann erstmal eine Route dann machen, wo der dann erstmal nur Paprika und Rind drüber schifft. Gut. Genau, dann mache ich schon mal hier in Cap Trelawney einmal hier oben die Konserven fertig. So, einmal Eisenvorkommen brauchen wir dafür. Das ist genau 3, 4, 15 Sekunden. Das heißt, eine Eisenmine reicht vollkommen aus. Machen wir das einfach hier oben mit hin. Drauf geschießen. Machen wir aber ein bisschen anders. Und tun mal sonst hierher. So, dann machen wir erstmal hier ein paar mehr auf jeden Fall hin. Zack, zack. Damit wir dann ein bisschen Ruhe erstmal haben. Auch das spielt später alles outgesourced. So. Haben wir davon. Jetzt haben wir davon mehr als ich wollte. Warte, jetzt haben wir davon 6 Stück. Das heißt, ich brauche 8 jetzt. 8 Konservenfabriken. Ich glaube, das müsste richtig sein. Ne, warte, ich habe 6. Das ist gar nicht richtig. Ich habe 8. Egal, wir fangen erstmal mit 8 an. Das reicht. Ja, das geht noch nicht ganz auf, aber das ist okay. Geht ja erstmal nur um den Effekt. So. Das heißt, wir brauchen aber mittlerweile vielleicht auch mal einen Clipper, einen weiteren hier, ne? Ich hab den einen rübergeschickt und hab einen neuen gebaut in der alten Welt. Alles klar, ich habe jetzt mal eine Schiffswerft auch mal hier in Cap Trelawney gebaut. Vielleicht das geht auch, ja. Ich mach Material mal rüber schleppen erstmal. Ja, ich mach mein Segel da fertig hier. Oder so. Damit wir da mal ein bisschen was auch selber produzieren können. Also damit wir nicht immer rüber schiffen müssen, weil so schnell sind ja leider die Clipper noch nicht. Wir warten da ja auf die Dampfschiffe. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Bist du gerade an den Pelzen bei? Ja, wenn das gleich angekommen ist, bin ich gleich dabei. I see, geht langsam los hier, perfekt. Das freut mich. Ich sehe auch gerade generell in der alten Welt sind auch noch ein paar Inseln unbesetzt. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Haben die immer so lange gebraucht? Doof gesagt jetzt? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß das auch nicht. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Okay, Silva hat schon die ersten Ingenieure. Ist auf jeden Fall am weitesten damit. Ah. Die anderen beiden... Na, nee, hier. Malching hat auch schon den allerersten Ingenieur tatsächlich. Und Hand gar nicht? Der Hand hat auch einen einzigen schon. Okay. Na, so langsam aber sicher geht's bei denen auch los. So, dann werde ich vielleicht auch mal gucken, dass wir in der Aufgaben vielleicht noch annehmen für das Cash, weil ich sehe gerade, wir haben nur noch 9700. Oh ja, da kann ich ja nichts aufbauen mit. Ich guck mal, was hat Cemento hier? Deine Chance für eine Lieferaufgabe. Also solche Aufgaben sind scheiße. Ich 21 Tonnen Brunnen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, also für Cemento bräuchte ich jetzt ein Schiff, was ich rüber transportieren muss von der alten in die neue Welt. Kannst gleich das Flaggschiff nehmen. Naja, ja, mach ich dann gleich. Aber das braucht noch. Dann nimm lieber erstmal das Bergungsschiff, weil es schneller ist und gleich ist angekommen gleich. Ja, kannst du kurz einmal entladen. Warte, ich baue dir hier kurz mal so ein Depot hin.
So. Ja. Wunderbar, I take it. Und erstmal Zeug. So, auch unser geldtechnisch Bilanz ist gerade auch, war gerade eben am Anfang der Folge irgendwie bei 5000, jetzt sind wir bei 2600. Gut, wir haben auch gerade sehr, sehr viel gebaut. Ne, Seide haben wir jetzt komplett ausgebaut. Konserven laufen langsam an. Hast du da eine Route schon fertig gemacht für? Nee. Ja, wir haben gar keinen Schiff dafür. Der muss erstmal rüber, genau. Ja. Der fährt erstmal rüber und dann mal. Neuer Auftrag? Wir haben ja generell nochmal einen Clipper hier in der neuen Welt, ne? Den schicke ich auch mal in die alte Welt mal rüber. Erstmal. Weil hier in der neuen Welt bringt uns gerade gar nichts. Leider müssen wir auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Aber ich sehe gerade, wir haben gar kein Geld mehr. Ach du Scheiße. Ja, so eine Jagdhütte kostet zwar 2000, ne? 2000? Doch so viel. Ja. Mehr als ich vermutet hatte. Das ist widerlich. Widerlich viel. Na gut. Admiral Sinter hat Anteile gekauft. Jetzt kauft er die andere kleine Insel von Hand. Der Silber geht ab, Alter. Der Silber ist um einiges stärker als in dem ersten Let's Play, was wir gemacht haben. Ja. Der haut hier rein. Finde ich krass. So. Und das läuft ja alles super wunderbar. Ladung müsste jetzt auch wieder hochgehen. Und ob. Sehr schön. Also in Capitoloni könnte man überlegen, nochmal ein bisschen mehr auszubauen. Ihr weißt was, ich werde in Capitoloni mal ein bisschen mehr ausbauen, ein paar mehr Arbeiter holen. Schiff unter Beschuss. Wir produzieren sehr wenig Steine irgendwie. Du meinst jetzt in Capitoloni? Ja. Aber die Frage ist, haben wir da schon alles? Ja, komplett. Was? Aber auch genug Ziegeleien? Naja, das Leben läuft nicht über, also ach, ja. Da oben, ja. Aber da haben wir anscheinend ziemlich hohe Ausgaben. Also ich gebe bei Capitoloni kaum was aus. Ich hol's ab und zu Steine ab, aber ich baue hier gerade nicht. Eine Universität höchstens nur noch letztens einmal gebaut, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ja. Was auch noch? Nee, warte mal. Kostet. Ja, 50 Steine, ne? Ja. Dann baue ich die Lehmgruben auch erstmal an, ne, bei Paprika. Ja. Das hört sich doch gut an. Du musst dann mitverschifft werden. So, nochmal ein paar Arbeiterhäuser hochgezogen. Wunderbar. Gibt nochmal ein bisschen mehr Cash. Wobei wir jetzt aufpassen müssen, natürlich, dass jetzt hier, das auch mit der Produktion auch so passt. Machen wir mal direkt. So, Wurst passt noch so. Brot. Oh, Brot ist ganz an der Grenze. Okay. Seife geht auch noch, Bier geht auch noch. Okay, wir müssen einmal Brot ausbauen. Einmal nur. Sü, einmal reicht. Oh, lol. Ja gut, scheiße. Ich habe ja gar kein Geld, um jetzt hier Mühlen und sowas zu bauen. Shit. Wir müssen Geld brauchen. Wir brauchen unbedingt Geld. So, warte. Hier, Samentos Aufgabe. 21 Tonnen Brot, 14 Kleidung. 21 Brot. 14 Kleidung, 21 Brot, 14 Kleidung waren das. Ja. Und dann gehst du mal bitte nach Samento. Hier, zack. 21, 14, ich guck lieber nochmal nach. Ja, ist richtig. Sehr schön. So, Samento-Aufgabe ist auf dem Weg, gibt aber leider nur 6900, ist jetzt nicht die Welt. Ja. Besser als gar nichts. Und die Aufgabe für Eli machst du? Ja, ist aber durchs Piratengebiet, das wird witzig. Ja, durchaus. So, ich guck mal Diplomatie. Ja. Perfekt. Helsmantel haben wir nicht. Kannst du die direkt wieder wegwerfen. Sie haben nichts erreicht. Ich guck mal bei Madame Kahina. Ich brauche einen Geleitschutz. Du findest es aufregend. Aber willst du mir jetzt sagen, jetzt haben wir kein Kriegsschiff? Oh. Hatte ich da nicht ein paar drüben gehabt? Wo haben wir die alle rübergeschickt? Hier ist nix. Ich hatte, glaube ich, ein paar drüben gelassen, aber anscheinend wurden die alle rübergeballert. Ja, ich hau mal ein Linienschiff rüber. Ja, pass auf, dass da nichts drin ist. Nö, ist leer. Versuchen wir das auch. Malching müssen wir mal gucken. Ne? Bei dem sind wir nur bei 26. Das ist nicht so gut. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Ja, wir warten jetzt, ne? Wir warten jetzt darauf, dass das hier langsam anläuft.